Herzlich willkommen zur traditionellen Pressekonferenz nach dem Heimspiel 4:1 der Tigers heute. Wir haben wie immer Gäste vorne bei uns. Und da fange ich an mit einer, ja, ich darf sagen, einer deutschen Eishockey-Größe, die wir hier haben. Ja. Bravo! Ja, Josef Petter Schlickenrieder, 42 Länderspiele, DEL erfahren, bei Weltmeisterschaften dabei, bei Olympischen Spielen dabei und jetzt Trainer bei Miesbach. So können wir ruhig. Applaus haben wir schon gehört. Da war unsere, der Knut hat gesagt, unsere Allzweckwaffe, den Marco Zimmer. Jawohl. Zimmer! Sigmar hat den eigenen Fanclub schon mitgebracht, ja, also haben Sie auch einen Fanclub schon mitgebracht. Und du musst ja auch nicht vorstellen, Knut Pleger. Fangen an, Herr Schlickenrieder, ich habe gelesen in einem Interview mit dem Münchner Merkur, dass Sie Wert auf Systemspielen legen mit Ihrer Mannschaft. Und ich glaube, Sie könnten Sie nur eingeschränkt zufrieden sein. Grüß Gott miteinander. Servus. Ja, gut, System im Eishockey ist immer ein bisschen ein schwieriges Wort. Also System direkt, wo wir eigentlich nicht spielen, sondern wir wollen halt, wir haben uns gewisse Aufgaben vorgenommen, was wir im Offensivdrittel in der neutralen Zone und in unserem Drittel spielen wollen. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir eigentlich ganz gut. Und wenn es uns nicht gelingt, dann spielen wir so hin. Und ich glaube, wir haben uns vorgenommen als Plan, dass wir das Spiel eng halten wollen. Und es geht natürlich vom Torwart, den Topfanger, bis zum letzten Stürmer. Und wie wir gesehen haben, im zweiten Drittel hat uns der Torwart eigentlich noch im Spiel gehalten. Es waren ein paar gute Breakchancen für die Bayreuther da. Und wir waren eigentlich ganz zufrieden, dass wir mit so einem Spielstand ins letzte Drittel gehen. Weil, ja, wie eigentlich so die Erfahrung gemacht hat, dass eine 2:1 Führung für die Heimmannschaft ins letzte Drittel immer ein bisschen eine nervige Sache ist und eigentlich nicht so einfach. Und wir haben versucht, Anfang im letzten Drittel da dann ein bisschen mehr Druck zu machen. Und gut, haben wir einen Postenschuss gehabt, aber dann muss ich sagen, haben wir halt Fehler gemacht, die zum 3:1 geführt hat, wo der die Scheibe da eigentlich Richtung Tor schmeißt und eigentlich ein Bayreuther Spieler vor dem Schläger. Und ja, und dann haben wir eigentlich Fehler gemacht, die gute Bayreuther Mannschaft, muss man sagen, die sehr gut gespielt haben, halt, eiskalt ausgenutzt haben und dann war es eigentlich vorbei. Also am 3:1 oder 4:1 war es eigentlich vorbei. Wenn ich da vielleicht mal kurz einhaken darf, gehen wir gleich weiter an den Marco. Marco, ich habe es nicht ganz so gesehen, wie der Herr Schlickenrieder, dass die Bayreuther Mannschaft heute so stark war. Ich habe auch eine Mannschaft gesehen, die doch zum Teil auch viele Fehler gemacht hat, trotz des Sieges. Ja, wir haben sicher viele Fehler gemacht, gerade so Pässe sind ungenau gekommen. Aber trotzdem waren wir eigentlich hinten recht gut gestanden. Klar sind wir ab und zu geschwommen, aber ich meine, Miesbach hat eine super Mannschaft eigentlich. Und dass man da dann nicht 8:1 gewinnt oder was, das ist ganz normal und das muss halt langsam in die Köpfe reingehen, dass es solche Spiele einfach gibt. Klar haben wir Fehler gemacht, aber ja, das war ein guter Gegner. Da hat man nicht so lange Zeit, den Pass halt genau zu spielen. Wie ist es denn für dich in der Saison? Wir haben es gehört, Allzweckwaffe, du musst überall spielen, Verteidiger spielen, Mittelstürmer spielen, Stürmer spielen. Wie ist es für dich? Das stelle ich mir schwer vor. Ja, eigentlich war es so kein Problem, weil ich als Verteidiger auch recht offensiv spiele oder gern offensiv spiele, wenn ich es darf. Und ich will spielen, mir ist es eigentlich wurscht, ob aus links, außen, Mitte, wo mich der Trainer halt braucht oder wo ich der Mannschaft helfe, das spiele ich halt. Klar, es ist eine Umstellung und klappt vielleicht die Laufwege ab und zu, klappen dann nicht so, aber sonst ist mir das eigentlich völlig egal, wie ich spiele, Hauptsache ich spiele und helfe der Mannschaft. Knut, wie hast du ihn heute gesehen? Ja, ist ja ganz allgemein, aber kämpferisch wirklich klassisch gespielt. Dann natürlich, der Marco hat gesagt, ich habe es auch in der Kabine erwähnt, die Passgenauigkeit war natürlich fast katastrophal. Aber
Und das ist natürlich so, wenn man mal schaut, zu Anfang der Saison, da war Miesbach genau mit dieser Mannschaft Topfavorit für die Bayernliga. Heute kommt genau diese Mannschaft, Topfavorit. Und bewusst gegen solche Mannschaften erstmal spielen, die waren sehr aggressiv im Vorcheck. Das war also schon für die Verteidiger nicht einfach, manchmal diese Aufgaben zu lösen. Sie haben wirklich gut gearbeitet, läuferisch, top gewesen die Mannschaft. Und da musste halt erstmal dagegen halten. Und wir haben gut dagegen gehalten und wir haben dann. Wir hätten es uns leichter machen können, wenn wir mal die Alleingänge auch mal versenkt hätten. Wir haben auch Probleme. Ja, aber es ist halt so, ich mache jetzt da gar nicht drüber reden. Und wir können halt trotzdem. Überzahlspiel habe ich heute auch furchtbar gesehen. Du hast dann zu mir noch gesagt, unter der Woche, dass es Trainer. Eine Woche, die ganze Woche über Überzahl. Gestern auch nochmal. Das woran liegt das? Das ist ein Kopfproblem. Keine Ahnung, aber ich denke einfach, es ist auch so, der Druck wird natürlich immer größer. Wir wissen, wir spielen jetzt dann am Wochenende am Sonntag gegen Schweinfurt. Schweinfurt ist schon kompliziert zu spielen. Dann kommt Miesbach hier. Jeder erwartet natürlich, dass wir einen Sieg einfahren, also zumindest mal 3 Punkte irgendwie an diesem Wochenende holen. Und dann hab ich schon gemerkt, im ersten Drittel war teilweise bei manchen Spielern eine große Verunsicherung da. Da waren schon zittrige Hände, dann hat man auf 3 Meter einen Alibi-Pass gespielt, das eigentlich nur die Verantwortung weitergeben war. Und dann haben wir uns selber in Bedrängnis gebracht. Nichtsdestotrotz muss man auch immer wieder sagen, also die Miesbacher sind natürlich eigentlich eine Top-Mannschaft und die haben uns das Leben echt schwer gemacht. Und und es ging erst besser im letzten Drittel. Herr Schlingendieler, jetzt haben wir gehört, Miesbach ist eigentlich eine Supermannschaft. Warum ist es eigentlich keine Spitzenmannschaft, wenn man auf die Tabelle schaut? Na gut, erstens würde ich mal sagen, danke, das geht mir runter wie Öl, ist klar. Ob ich sie vielleicht nicht ganz so gesehen habe, aber daran haben wir uns vorgenommen, dass wir heute bereit unter Druck setzen, wir wollen vorchecken, wir wollen uns nicht zurückziehen. Und dann haben wir es klar, dass man es dann ein bisschen schwerer macht. Aber zu uns, ja, gut, die Mannschaft ist ein bisschen in einer schwierigen Situation. Als Topfavorit gehandelt, als Topfavorit gestartet, viel gestartet, kann man sagen. Dann war ein Trainerwechsel da. Der Trainerwechsel war auch ein bisschen nicht so wie normal. Normal ist es immer so, dass die Mannschaft einen neuen Trainer will oder irgendwie so eine Entschuldigung sucht, dann wird der Trainer gewechselt und dann ist die Mannschaft gefordert. So war es jetzt bei uns nicht. Bei uns war es halt so, dass der Rudi Sternkopf aufgehört hat. Der hat aufgegeben, sagen wir mal so. Und in dem Moment ist die Mannschaft halt ein bisschen in ein Loch gefallen, wo die Selbstvertrauen ein bisschen in den Keller geht. Und dann ist es halt so, dass wir in solchen Situationen eben unsere erfahrenen Leute brauchen, die Mannschaft dann führen. Heute war es halt so, dass Florian Leitner und Andi Feicht, die sind eigentlich unsere erfahrensten Spieler in der Mannschaft, neben Ronny Martin und die vielen. Der Leitner ist verletzt und der Feicht hat nicht von der Arbeit nicht weg können. Und dann haben wir halt irgendwo schon ein Problem. Und das ist das, was Talentier, wenn man halt dann, wie ich jetzt sagen, ich spiele kein System, wie gesagt, wir wollen einfach gewisse Sachen spielen, wo wir merken, dass wir einen Gegner unter Druck setzen können. Das Einzige, was eben heute war, das war, dass wir einen Gegner beim Aufbau unter Druck setzen haben können in der gegnerischen Zone, wo wir es ja schwer gemacht haben. Das Nächste, was wäre, dass wir eben die Scheiben vorwärts bringen und ins gegnerische Drittel bringen und da drin hart an der Scheibe bleiben, das ist uns nicht gelungen. Wir haben die Scheibe einfach nicht vorwärts gebracht. Wir sind tausendmal an der gegnerischen blauen Linie hängen geblieben. Wir haben die Scheibe einfach nicht ins Dritte gebracht. Und das ist halt das, wo ich sage, Talentier, wenn man die kleinen Sachen, die einfachen Sachen einfach nicht macht. Wenn man meint, man hat ein großes Talent und man muss alles kompliziert spielen und immer die besten passen und immer den schönsten und es muss ganz gut ausschauen, dann haben wir eigentlich ein Problem. Gut, eine Frage, die viele heute beschäftigt hat, mich auch, was man mit Patrick Schall. Thank you.
freundlich gesagt hat, er eine Denkpause bekommen. Denkpause klingt so, als wenn du mit ihm irgendwie nicht zufrieden gewesen bist. Nein, ich mag meinen Patrick sauber. Aber manchmal macht er Dinge, das kannst du nicht akzeptieren und dann ist einfach irgendwann mal die Schicht im Schacht und dann. Das war es halt, aber das ist eine Sache, muss ich ganz ehrlich sein. Ich weiß schon, klar, wir stehen in der Öffentlichkeit, aber das zum Beispiel ist eine Sache, die jetzt nicht für die Öffentlichkeit ist. Ich habe das mit dem Patrick besprochen, wir haben das aus dem Weg geräumt, alles, und der Patrick wird am Sonntag auch wieder spielen, weil er da mal eine Denkpause gehabt. Also disziplinarische Sache gewesen. Denkpause. Denkpause. Okay. Übersetzt. Also, okay, ich will nicht spekulieren. Okay, wir lassen es mit Denkpause stehen. Also am Sonntag ist er wieder mit dabei, das habe ich mitgenommen. Und am Sonntag, sag ein bisschen was zu dem Sonntagsspiel. Fahren zum Spitzenreiter. Ist ja auf alle Fälle das einfachere Spiel für uns. Also heute war viel komplizierter. Schweinfurt, sagt jeder, naja, da kannst du hinfahren, da kannst du verlieren, das ist nicht so tragisch. Wir wollen allerdings dort nicht hinfahren und sagen, oh, da können wir auch verlieren. Wir wollen da schon auch wieder Gas geben. Natürlich ist logisch, man sieht es auch so, wir tun uns auswärts etwas schwerer, aber wenn wir ähnlich spielen wie in Sonthofen, und da haben wir ja echt also schon auf dem letzten Zahnfleisch mit einer Minimalbesetzung spielt und ähnlich clever spielen, dann werden wir da auch auf alle Fälle eine gute Figur abgeben und es wäre ganz schön, wenn wir den einen oder anderen Punkt sogar mitnehmen könnten und so werden wir da auch ins Spiel reingehen. Marco, wie siehst du die Chance hier? Ja, also, weil er immer seine eigenen Regeln, von dem her... 3 Euro ins Plan. Genau. Wir wollten es dann immer eins aufstellen. Eine gute Idee, aber ja, dann wurde er auch wahrscheinlich viel zahlen. Ja, weil wir zweimal das meiste zahlen müssen. Wie gesagt, das kann man schlecht sagen. Heute haben sie verloren gegen Sandhofen. Wir werden alles geben, damit man... 5-0, wenn ich das richtig... 5-1. Also ziemliche Schlappe. Also ist scheinbar auch verwundbar. Ja, und das ist halt das heute in der Liga. Du kannst theoretisch den letzten verlieren, du kannst den ersten gewinnen. Das kann man halt so immer nicht sagen. Wir müssen einfach in jedes Spiel gehen mit 100% und dann haben wir sicher Mannschaft, die gut genug ist, ihn zu schlagen. Bloß da muss halt auch alles passen, auch Schweinfurt schlafen, wie man sieht. Schlusswort für die Gäste. Ihr spielt gegen Schumacher. Ich glaube, der Druck ist nicht geringer geworden. Und dann müssen Sie mir noch was erzählen, das habe ich auch recherchiert. Sind ja die ganze Zeit mit Ihnen beschäftigt an diesem Tag. Es gibt einen Arbeiterhelm bei Miesbach. Ja, erzählen Sie mal, was das ist, ein Arbeiterhelm. Unser ist grün. Ich weiß nicht, wie das rauskommt, aber normal ist das. Ja, wenn es... Ja, komm erstmal zum Jongau-Spiel. Dieses Grau, wie er schon gesagt hat, da muss jedes Spiel spielen, da muss jedes Spiel gewinnen. Und vor allen Dingen jetzt in unserer Situation haben wir uns natürlich auch vorgenommen, dass wir mindestens jedes Wochenende 3 Punkte holen wollen. Gegen 6 haben wir nichts dagegen natürlich. Aber muss man erst spielen. Also das ist klar. Und vor allen Dingen in der Situation, wie wir jetzt stehen, ist alles nervig und jedes Tor zählt und jetzt tun wir sie harte Arbeit werden. Und wenn jeder 100% gibt und eben in Bühnen dabei ist, dann müssen wir halt schauen. Und mit Arbeit daheim, ja, das wir sind das raus überhaupt. Ja, ich habe Geheiminformationen überall, habe ich jeden Format. Ja, das ist eigentlich ganz normaler Bauhelm eigentlich, ein Bauarbeiterhelm. Und der ist von mir, nach dem ersten Sieg ist der verliehen worden an einen Spieler, der meiner Meinung nach am härtesten gearbeitet hat in dem Spiel. Also der jetzt nicht unbedingt die meisten Tore geschossen hat, sondern der einfach seine harte Arbeit macht und in jeder Zone, der zurück ist, der einmal aushilft, der wirklich die Drecksarbeit macht. Und der hat von mir so ein Bauhelm gekriegt, das härteste Arbeiter, und den darf er dann tragen, so lang, bis der nächste Sieger gefahren ist. Und nur da muss dann er eigentlich den verleihen, also ich verleihe den nicht mehr die ganze Saison. Okay. Also den muss dann er verleihen und muss halt dann schauen, wer, muss das Spiel gut beobachten, dass er schaut, wer im härtesten kann. Wissen Sie schon, wen er heute gekriegt hat?
Mit Krippenkorner. Mit Krippenkorner. Heute können wir behalten und dann schauen wir mal am Montag. Also, gut, dann nochmal duschen. Der Patrick Schad wird mir nicht kriegen bei uns, schätze ich mal, oder? Also, ja, der hat nicht gekühlt. Ja, wollte ich kurz erwähnen haben. Okay, eben. Ja, gibt es denn noch Fragen? Für mich nicht. Haben alles geklärt, Arbeiter haben auch geklärt. Ich bedanke mich, dass ihr da gewesen seid. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß im Wipperraum und dann gute Anfang.